Who's that Pokémon? It's Pokéminati. Hi! Keine Booster, zwei Pokéminaten und ein informatives Video. Hello. Hallo Mo. Ach so. Göck. Hi! Der andere. Der andere. Ja. Ich habe dir was mitgebracht. Danke. Weil ich habe mitbekommen, du interessierst dich für silberne Sturmwinde. Ja. Unser aktuelles Set, ne? Yes. Und wir haben ja so eine kleine Reihe am Laufen. Ne? Ab und zu droppt mal so ein Top-10-Video. Yes. So, jetzt habe ich mir gedacht, eins habe ich noch nie gemacht. Und zwar, wie sieht denn der Wert in 4 Wochen aus? Okay. Ne? Stand heute, beziehungsweise, ich weiß nicht, wann das Video kommt, ist es dann ein paar Tage alt. Ja. Und wie haben sich die Karten in 4 Wochen zum Beispiel entwickelt? Okay, interessant. So, das wollte ich jetzt mal mit silberne Sturmwinde machen. Also wir gucken uns heute, Stand heute, die Top 10 an. Ja. Und dann mache ich das gleiche nochmal in 4 Wochen. Und dann schauen wir, ob vielleicht eine Karte rausgeflogen ist, 2 rein oder 2 raus. Oder Positionen haben sich geändert, ne? So ratatam wie in der Formel 1, zack, zack, zack. Und da du aber jetzt das erste Mal mit dabei bist, habe ich dir... Klick nur mal da drauf, bitte, dass ich dann, weil du hast, glaube ich, am Ton rumgefummelt. Jawohl. So, ich habe dir testweise eine Karte mitgebracht, damit du so einen Einstieg hast. Ja, dann zeig mal her. Momo hat jetzt natürlich ein bisschen mehr Erfahrung. Ja, klar. Der ist da schon drin im Thema. Klar. So. Zuerst, die Daten waren jetzt vom oder sind vom 28. Ja. 11. Könnte sich jetzt natürlich in den 3-4 Tagen, wo wir das Video schneiden, produzieren und bla bla, wieder geändert haben, ja? Könnte. Also Stand 28.11. Card Market, wie immer. Und Filter Deutschland, Deutsch und Nearmint. Oder Nearmint. Ne? Da streiten wir uns immer noch drüber. Mhm. So, und wir fangen an mit Platz 11, weil das sozusagen die Proberunde. Die Proberunde. Die Generalprobe. Für dich als okay. Einstieg ist. Okay, was so, haben wir? Wir haben hier die Serpi Royal. Trainergalerie. Ja. Okay. Die ist tatsächlich auch auf Platz 11, ne? Also die hat es knapp nicht geschafft. Okay. Und du siehst ja beim Preis das Eurozeichen, der fehlt jetzt, ne? Ja, den soll ich jetzt erraten, oder wie? Ja, dass du so... Ah, das wird schwierig. Ja. Keine Ahnung. Genau, das ist ja das. Deswegen möchte ich dir einen guten Einstieg geben. Okay. Aber was schätzt du denn, was die Karte so wert sein könnte? Ich glaube nicht, dass die so wertvoll dem sein dem einen wird. Oder anderen Sammler ich, unter uns. Keine Ahnung. Ich gehe mal. Ich besitze diese Karte, habe ich zufällig in den ja? ersten 3 Boostern gezogen, okay. die ich aufgemacht habe. Alles mich. Klar. Okay. Ich glaube nicht, also die ist keine 10 Euro wert. Aber schön. Die ist geil. Die ist geil. Aber die ist keine 10 keine Euro wert. Keine 10 Euro. Nee. Da muss ich leider enttäuschen, mein Lieber. Ah, nee. Die hat schon mal 18,45 auf geht's dem Konto. Geht schon mit 18,45 los? Es geht mit 18,45 los, genau. So, und jetzt starten wir das eigentliche Video, ne, weil es geht ja um Top 10. Okay. Wäre dann die Serena. Oh, eine schöne Rainbow. Jetzt möchte ich mal ganz kurz, merkt ihr die Karte? Ja. Weil wir müssen gleich mal über was reden. Okay. Aber jetzt erstmal ein Preis. So, du hast ja den Einstieg. Muss ich ins Café kommen, oder? Nee, wir sind schon hier ohne Kaffee, nur mit Wasser. Okay. Und was denkst du, was die Karte kostet? Du hast ja eine Referenz mit Platz 11. Ja, okay. Ich würde geschmeidige... Kann ja nicht weniger werden. Ne? Nee, ich sag 22,50. Ja, läuft dabei. Ist okay. 20 okay. Euro. Genau. Toleranz ist da. Ja, so, jetzt merken wir uns die Karte, ja? Okay. Serena Rainbow. Platz Nummer 9. Skuntank. Skuntank. Alternatives vor. Artwork. Mhm. Hat es auf Platz Nummer 9 geschafft. Okay, dann würde ich auf 25 hochgehen sogar. Ja? Ja. Puh. Ah, Punktlandung. Schon verstanden, das Spiel. Experte. Ne? Ganz einfach. Experte bin ich. Okay, dann gehen wir weiter auf Platz 8. Ich glaube, das war sie noch nicht. Na, genau. Lugia Full Art. Lugia Full, auch ich glaube, ist eher selten, dass es mal eine Full Art Karte schafft in die Top 10. Weil normalerweise ist es voll mit natürlich Alternativen, ja, Rainbow und Trainergalerie. Aber schön ist sie. Die ist anders hübsch. 27,49. Oh, meine Güte. Ich wollte gerade sagen, hast du irgendwo. Wir haben zwar 2 Bildschirme hier, aber wir sehen doch beide fast das gleiche. Okay. Tatsächlich 27,99. Nicht schlecht schon, ja. Platz Nummer 8, wunderschöne Karte. Ja. Ich kann jetzt schon sagen, es ist nicht die letzte Lugia-Karte. Ja, das habe ich mir gedacht, natürlich. So, mein Lieber, Platz Nummer 7. Serena. Ja, aber ich habe eben gesagt, bei Platz Nummer 10. Aber warum? Ist ich Rainbow weiß es nicht. Nicht erklärst die ist du mir. So normalerweise wertvoller. Hätte ich auch gedacht. Ich habe es auch nochmal
kontrolliert, ja. Also es ist verifiziert, ja. Weil ich selber nicht glauben konnte, dass die Rainbow macht weniger wert ist wie die ganz normale Trainer. Ah, macht irgendwie wenig Sinn. Ich habe auch den Text durchgelesen, ne, von der Trainerkarte, ja. Es ist dieselbe. Es ist, die kann jetzt die mehr. Die gleiche einfach nur, okay, dann würde ich auf 30 gehen jetzt in ich dem glaub, Fall. Ich glaube, die Rainbow war bei 20? Ja, 20. 20, so, glatt. Dann sind wir jetzt bei 29,50. Ja. Okay, habe ich schon. Unglaublich, gedacht. Ich wollte es selber nicht glauben, als ich das dann... Ich verstehe es nicht, aber warum? Ja, vielleicht war es einfach ein unglücklicher Moment. Kann sein, ja. Und die Karte wurde gekauft, per ne? Per Zufall, ja. Ja, und dann ist sie halt jetzt zu den teureren runtergerutscht. Ich denke, die Rainbow wird die noch überholen. Also das könnte so ein in 4 Wochen dann, ne, wenn ich das nochmal genau. mache, könnte das so ein Platztausch, Platztausch sein. Platztausch könnte ich mir vorstellen. Ja. So, dann geht's weiter mit Nummer 6. Oder die Rainbow ist nicht so selten wie die. Oder, ja, das kann natürlich ja, auch sein, ja. Auch Regi sein. Drago V Alternativ. Haben wir ja in unserem zweiten Video gezogen, wo wir da das Abwiegen verifizieren wollten. Mhm. Hat uns auf jeden Fall gefreut, ne? Weil in letzter Zeit ziehen wir schon die ein oder andere Alternative, ne? Aus unseren Videos, ja. Die wir für uns selbst drehen, hier die... Eigenproduzierten. Also die schmeckt auf jeden Fall. Die sieht mal... Die sieht schon gut anders aus, ja. Da würde ich auf 36,99 stehen. Wir waren bei 29,50, gell? So. Ja. Boah, ey. Ey, Bruder, was ist los bei dir? Du bist ich so... Ich bin hier der... Hast du Kartmarket studiert? Kaufmann bin ich. Ja, klar, ich muss mal ins Line-Up der Firma Markt. Nee, ich bin total unvorbereitet, muss man sagen, an dieser Stelle. Ich habe absolut keine Ahnung. Das ist ja gut, dass du unvorbereitet bist, deswegen kann man ja... Das ist ja Sinn und Zweck der Sache. Genau, den Ball so ein bisschen hin und her spielen, aber dass du so nah bei den Preisen bist... Das ist schon krass. Erschreckt mich ein bisschen. Ich bin Preismacher bei Kartmarket. Ah ja, deswegen wollte ich gucken, ob du da zufällig als Mitarbeiter aufgeführt bist. Platz Nummer 5. Die hatten wir tatsächlich auch aus unserem ersten Display, bin ich der Meinung. Entweder das Waller erste, was wir damals aufgenommen haben. Ray Ray Remax. Ah, ich sehe da schon eine 4 stehen auf jeden Fall. Ich kann dir sagen, die war damals, ganz am Anfang, wo das Set, zu Set Release, gab es die bei Card Market für 11 Euro. Echt? Ja. Ja, aber das sind ja jetzt andere Zeiten. Ja, aber normalerweise wären doch die Karten günstiger, weil es mehr gibt. Richtig. So, aber die war bei 11 Euro zu Set Release. Und ich weiß es, weil ich persönlich geschaut habe, weil wir die Karte ja in Besitz hatten. Ja. So, was denkst du? 40. 38,50. Okay. Also, ja. Krass, ne? Ist schon cool. Also da muss ich sogar selbst sagen, die Karte haben wir über unseren Shop verkauft damals. Mhm. Und tatsächlich günstig, ne? Also man kann bei uns auch mal günstig Karten einkaufen. Ne? Kann man mal machen, ne? Ja. Also von 11 auf 38,50 innerhalb von? Ja, wie lange gibt es das Set? 2 Wochen? 3 Wochen? 3 Wochen, ist schon nicht schlecht. Ja. Aber Ray Ray ist halt auch beliebt, ne? Ray ist immer beliebt, ne? Nummer 4. Oh. Incognito. Incognito. Haben wir auch schon gezogen im Stream, aber glaube ich für, das weiß ich nicht mehr genau, aber war im Stream für jemanden. Oh, ich glaube, die zieht man auch nicht oft, gell? Ich glaube, bisher hatten wir es einmal. Ich glaube, die sieht man nicht so oft. Ich glaube, wir hatten jede Alternative nur einmal. Bis jetzt? Ja? Einmal jede, okay. Ja. Aber dafür jede. Ja, da muss jetzt die 40 kommen. Ja? Ja. Boah! Guck mal, die ist schon geschmeidige 50 Fuffi. Euro. Ist okay, oder? Fuffi! Ja, die ist auch geil. Also ich finde dafür, Frage. Dass das Set 3 Wochen alt ist, ist schon ist Platz 4 noch 50 Euro wert. Das ist stabil. Stabil. So, kommen wir in die Top 3. Achtung, Bronze geht an Gold. Bronze geht an Lugia V-Star Gülden. Ich weiß jetzt nicht, ob... Ich glaube nicht, dass die dreistellig ist schon. Ich würde da auf 65, 70 sowas. Wo waren wir würde eben? 50? 50. Ja, ja. Jetzt sagst du? 65. 65? Alter. Was ist los mit dem Prof? Hast du dir die Folien vorher angeguckt? Nee, absolut nicht, nein. Nee, ich kann das verifizieren, weil ich habe den USB-Stick reingesteckt und habe die Folie geöffnet. Also, Bronzeplatz geht aus dem Set Silberne Sturm an die Goldkarte. Okay, die ist aber auch very nice. Pokeminati Fact. Yes. Platz Nummer 2. Na, wer hätte es gedacht? Ne? Lugia, okay, Top 3 Lugia wahrscheinlich. Regenbogen. Siehst du hier sogar die Regenbogen vor der Goldkarte, ne? Ja.
Bei der Serena ist komischerweise die... Das sehe ich wiederum anders, also meine persönliche Meinung. Was, die Goldkarte ist für dich? Ich finde, die Goldkarte ist wertvoller und wertiger wie jetzt. Ah, die Goldkarte sieht schon geil aus. Die sieht schon geil aus. Also wenn man die vor allem auch live sieht, ne, sieht das schon anders aus. Okay, wir waren bei 65, dann sind wir hier bei... Oh, jetzt wird es schwierig. Ich glaube, ich würde 80 sagen sogar. Ich würd 80 sagen. 80 fest, ja? Ja. Oh! Nicht so ein großer Sprung. Oh, ne? Okay. Also da, guck mal, die trennen nur da, vier, nicht da mal 4 Euro. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass die Plätze tauschen. Ja? Ja, fände ich fair. Kommt drauf an, wie beliebt welche Karte ist und dann die weggekauft wird, wie häufig, ne? Darf ich Platz 1 vorschlagen? Ja, bitte. Feuerenergie. Lugia, Alt 8. Genau. Jetzt kommt es aber noch drauf an, was du denn schon sagst. Also ich würd sogar auf dreistellig gehen tatsächlich. Ja? Dreistellig, ja. Ja gut, dreistellig fängt bei 100 an und hört bei 999 auf, ne? Aber ich will eigentlich nicht übertreiben, aber ich würde 140 Also sagen. Ich weiß, dass die japanische vor kurzer oder weniger Zeit, also in der Vergangenheit, 800 Euro wert war. Die japanische. 800. Ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber die Japaner haben da, ja gut, die Kartenqualität ist halt auch... Anders. So, du sagst 140? 100, komm ich mal 130. Oh, was? 130 Euro. Da hast du jetzt aber... Das ist ein Tippfehler, oder nicht? Nix da, du hast jetzt... Also 130, den Faktor 2 habe ich vergessen. 130 also, mal 2. Dafür, dass du von 10 bis 2 eigentlich fast on point warst, hast du ja jetzt total ins Klo gegriffen. Aber 250, come on, was ist denn da passiert? Aktuell, ja, die Leute wissen halt, dass die Karte beliebt ist und verkauft werden möchte an die Leute, die sie nicht haben. Ja, ist keine Frage, die ist schon ziemlich geil. Aber das ist auch eine Karte, das ist jetzt schwierig zu sagen, ne? Wird die jetzt noch an Wert gewinnen, sobald alle Leute ihre Karte haben? Sobald sie satt sind, meinst du? Ja, wenn der Markt gesättigt ist, ist die Frage so, gibt es dann zu viele noch und die Karte bleibt günstig? Oder gibt es dann nur noch wenige und die Karte wird teuer? Ich glaube nicht, dass die Karte teurer wird. Glaube ich nicht. Preisstabil oder günstiger? Stabil, würde ich sagen. Stabil. Vielleicht ein Ticken günstiger. Wir werden es in 4 Wochen sehen. Ne? Da ich versuche dann in 4 Wochen mir einen Timer-Marker hier zu setzen, dass ich das Video nochmal aufnehme mit den aktuellen Preisen von in 4 Wochen. Ja. Dann können wir ja gerne mal vergleichen. So, zum Abschluss. Gerne ein Abo da lassen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, weil Petra Fakt ist, dass Nutzer ohne Abo bei uns 62% ausmachen. Das war mal schlimmer, wir waren mal bei über 70, also erstmal danke für die abonniert haben, aber unterstützt uns kostenlos und folgt unserem Kanal, meine Lieben. Ja. Und in diesem Sinne, macht's gut, ciao. Ciao. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide, ain't no one to run to. Here we go again. Call my bluff, I'ma be here till the end.